Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe. Wir spielen Battlefleet in einem. Wir spielen Ultimate General Civil War. So, Kettle One, 27. August 1862. Die Rebellen haben unsere Verteidigungslinie entlang des Rapper Hancock umgangen, um unsere Verteidigungslinie anzugreifen. Ewells Division wurde bei Kettle One gesichtet. Führen Sie eine Division zum Angriff und vertreiben Sie die Rebellen von ihrer Position. Der Rest Ihrer Armee muss nach Mendicant Junction marschieren. So, ich habe jetzt mal das zweite Korps reingepackt. Egal wie viele Einheiten es sind, wir brauchen einfach mehr Erfahrung. Ewell hat seine Division östlich von Kettle One aufgestellt. Ja. Greifen Sie die Rebellen an und vertreiben Sie sie von ihrer Position. Klingt einfach. Ist es auch vielleicht. Auch hier würde ich wieder auf meine Kavallerie verzichten. Und jetzt merke ich gerade schwerlich, ich habe hier echt keinen. Das sind alles hier mit einer goldenen Himbeere. Ja, mehr als 1500 Mann. Hier immer noch 1000. Den nehmen wir auch noch mal raus. Ich weiß, die könnten zwar auch die Erfahrung gebrauchen, aber wenn ich schon auf meine Kavallerie verzichte, möchte ich auch Einheiten haben. Ja. Was machen wir? Von wo greifen wir am besten aus an? Ich würde jetzt ganz doof sagen. Also richtig doof. Wir sind nur auf einer Ebene. Ich weiß nicht, wie es in diesem Krieg ist, aber ich würde auch mal hier behaupten, wer den Höhenvorteil hat, hat den Sieg. Das galt ja sogar noch zu Vietnamzeiten, also es muss auch hier was bringen. Das sage ich einfach mal. So, das heißt, die gehen geradewegs auf diesen Hügel. Die Männer laufen motiviert erstmal hierhin. Und boah, der Munitionswagen. Ah ne, ist ja gar nicht der Munitionswagen. Sherman. Der General. Spulen wir ein bisschen vor, weil so lange. Also hier die Kanonen. Wenn die Kanonen hier nicht oben sind, werde ich die Infanterie nicht über den Hügel schicken. Die Kanonen müssen hier stehen, um dort hinzuballern. Ich kann mal ein bisschen weiter mit dem General vorrücken. Ah, General, General, General! Meine Kanonen wurden, die feindlichen Kanonen haben mich gesichtet. Ich schicke meine Infanterie hier hin. Hinter den Hügel. Meine Kanonen packe ich jetzt mal dahin. Munition. Ob das jetzt so sinnig ist, weiß ich nicht. Ich hätte von der Seite angreifen können, aber weiß ich nicht. So, das war's mit dem Spielspaß. Vorrücken. Pass auf, die sind schon darauf, ne? Ich wette mit euch, die sind schon da. Ihr dürft aber alle gehen, das wisst ihr, ne? Na gut, die haben es bergauf schwieriger. Die stehen doch schon hier, die Kanonen. Sobald was gesichtet wird, dürfen die Kanonen schießen. Da tut sich doch was. Halt! Halt! Abprotzen! Feuer frei! Halt! Halt! Und ja, du darfst da noch hingehen. Mal ran.
So, normal marschieren. Feuer. Feuer. Genau, Feuer. Schon passen. Zieh die noch mal ein Stück ran. Das scheint mir so ein Vorausposten zu sein. Den wir jetzt da wegkloppen müssen. Noch ein Stück näher. Näher. So, brauchst du gar nicht. Schieß darauf. Schieß darauf. Kanonen gehen zurück. Kanonen flüchten. So. Aha. So, bitte auf die 2000 Einheiten da. Komm ein bisschen zurück. Nee, du nicht. Oh, von hinten. Charge. 300 Jäger sollte man locker platt machen, oder? Kanonen, dezimiert mir bitte die große Einheit da. Ihr kriegt das schon hin. Ganz da, ne? Konzentrieren wir uns erstmal auf die große Einheit. Oder auf das, was gerade kommt. Na, machen sich breiter. Da läuft. Fantastisch, läuft auch. Und zurück. Gut, dann ziehe ich die Kanone ein bisschen weiter ran. Nicht, dass wir hier, dass meine Kanonen angegriffen werden. Sollte man da mal von der Seite angreifen. Und dann Feuer auf den. Nur so ein bisschen seitlich. Komm mal ein bisschen ran. So, und wieder zurück. Ah, von hinten. Ah, die halten uns auf. Ich habe gerade gesehen, dass die Zeit doch gerade ein bisschen knapp wird. Wir müssen die jetzt da wegtreiben. Und da passiert gerade was, was mir nicht gefällt. Da sind immer noch 2000 Mann, wenn nicht noch mehr.
Na los, steiger noch mal die Moral da. Ich hätte doch aggressiver handeln sollen. So, Feuer. Und Feuer. Na, er kriegt sich nicht eingeschissen da hinten. Halt. Laufen. Holt zu euch. So. Vielleicht der noch mal wegbrechen? Dann. Ah, da kommen schon die nächsten. Das ist einfach Kacke. Das heißt, komm hierher, zieh danach. So, Druck machen, Druck, Druck, Druck. Wir müssen Druck auf den Kessel verspüren. Der muss weg. Alle Mann, Feuer! Halten. Na los, mein Junge, du musst laufen. Tu es für mich, tu es für die Nordstaatler. Lauf, Lorken, lauf. Nein, alle Mann da drauf. Geht doch. Weiter. Schnell, laufen. Laufen. Keine Gnade. Laufen. Nimm diesen verfickten Punkt ein. So. Ja, vielleicht kriege ich den Punkt dann noch. Ich halte noch, warte noch. Darauf feuern. Komm mal näher ran. Genau, schießt auf die Kanonen. Ich mach mal Charge. Oder auch nicht. Müssten die eigentlich so oder schon laufen, hoffentlich. Ah, die motivieren sich da schon wieder. Scheiße, ey. Komm weiter, weiter, weiter. Kanone nachrücken. Achso, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich die mal bewegen. Halt. Hier auch, weiter. So, 21 lang wird es ja noch umkämpft. Sekunden oder so. Halt. Hier, Feuer. Feuer. Schießen. Schießen. Los, Moral. Hinterher. Ja, er läuft. Das sieht gut aus. Noch diese Zeit spiele ich ab. Und ich hoffe, dass ich dann noch gewinne.
Kanonen auf ihmchen. Trink mal einen Schluck. Der darf mir nicht wegbrechen. Weil den habe ich jetzt extra hinten gelassen. Falls die Schweine ihn wegbringen. Umbringen, dass er quasi dann noch einer ist. 9 Minuten. Er läuft. Lass laufen. Auf den nächsten. Feuer frei. Alles reiner. Keine Gnade. Ah, er formiert sich schon wieder neu. Die Front weiter nach vor. Verlieren wir zwar die Deckung, aber haben wir schöne Linie. Ah, er läuft. Fantastisch. Und beenden. Sieg! Haha! Ich habe sicherheitshalber nochmal zu Ende laufen lassen da. Und das war noch knapp, also ich hätte doch aggressiver handeln sollen. Wäre vielleicht von hier unten doch schlauer gewesen, weil bis wir hier einmal umrennen oder auf dem Hügel sind, ist sehr viel Zeit ins Land geflossen. Ja, 1500 Mann. Na gut. Eine Errungenschaft haben wir erhalten, sie Union Officer. Ah, da ist er ja. Medaille? Medaille? Medaille. Eine schöne Medaille. So, 8000 Mann. Ey, wir kriegen ja Leute hinterhergeworfen. Mensch. Als Südstaatler wusste ich gar nicht. Also, das ist ja Luxus. Das ist ja echt Luxus. Guckt an, ey, wir haben noch 17.000 Mann, die wir irgendwo reinpacken können. Das ist krass. Ich hab bloß keinen Bock, hier aufzustocken hier mit Grünschnäbel, dass er keine Ahnung mehr hat. Na, das geht ja eigentlich noch so minimal hier so ein bisschen. Aber da können wir echt noch Leute reinpacken. Ich will mal kurz gucken bei der nächsten Schlacht um den Bullen. Ich werde jetzt nie starten. Ich will nur wissen, wie viel Korps ich unbedingt... ich kann 4. 4 mitnehmen. Das ist cool, da werde ich nämlich Heinrich, die 4. mit den Kanonen, die Hauptarmee, kommt dann da rein. Die Vorhut wird die 2. sein, die Nachhut wird die 3. sein. Mann, oh Mann, und wir haben eindeutig, hier haben wir auf jeden Fall, die Vorhut ist zu viel. Hier werde ich auch noch bestimmt auf 30 locker kommen, wenn nicht noch mehr. Hier auch nochmal. Wir werden dick einkaufen. Richtig fett einkaufen. Und... mal Truppenteil. Oder gehe ich nochmal auf... dick? Nee, komm. Wir machen Truppenteil voll. Zack. Und ja... können so jetzt ein 5. Korb, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich brauchte auch keine 5 bei den Südstaatlern. Kann natürlich sein, dass wir... ich brauchte eigentlich explizit bei den Südstaatlern nur 3. Ich habe die 4. vielleicht mal, wenn, ein oder zweimal als Reserve eingesetzt. In irgendeiner großen Schlacht, aber ich brauchte hauptsächlich 3. Aber wir haben ja genug Männer. Geld sieht auch gut aus. Ich mache erstmal, dass wir die 4 hier eindeutig haben. Und wenn die 4 überall Leute drin sind, auch wenn es nicht die besten sind, auch mit den Kanonen nicht. Kanonen mache ich ein bisschen wenig. Ich will mehr Kanonen. Gerade hier, er hier, die 4. hat auch hier mehr, der geht mir auf Artillerie. Hier kommen, ich will dich wirklich
für die 5 Divisionen. In jeder Division kommen 3 Kanonen. Ob das Sinn macht oder nicht, fragt mich nicht. Mache ich einfach. Hier soll alles mit Kanonen vollgespammt werden. Schön zur Verteidigung. Nur Infanteriekanonen. Hier kommt kein Plänkler. Hier kommt keine Kavallerie. Nur Kanonen, Infanterie. Kanonen, Infanterie. Mehr gibt's ja nicht. Ein Plänkler hat sich hier, glaube ich, bei mir noch nicht eingeschlichen. Kann sein, dass ich den noch hier habe ich mal ein, zwei eingesetzt. Die sind aber noch nicht im Kriegseinsatz gewesen. Ja, ich find die Idee der Plänkler finde ich super. Ne? So Spezialisten, Scharfschützen. Aber ich weiß nicht, spielerisch, gerade bei den Südstaatlern, haben am Anfang Spaß gemacht, aber ihr habt es mir auch geschrieben in den Kommentaren. Später zählt echt nur die so pure Anzahl der Männer. Und daher hat es dann auch später keinen Sinn mehr gemacht. Die kannst du maximal nur auf 500, war das, ne? Das ist ein Witz. Die müssen eigentlich, finde ich, in diesem Spiel besser sein. Also irgendwie, dass die noch mehr Schadensoutput machen oder so. Weiter schießen können, keine Ahnung. Irgendwie müssen die besser sein. Dann würde ich die auch lieber auch im Late Game ja, häufiger einsetzen. Kavallerie ist bei mir so eine Luxussache. Ich finde, auch zu der Zeit war Kavallerie eigentlich nicht unwichtig. Ne? Aber hier macht es einfach auch keinen Sinn in dem Spiel. Das Einzige, was man damit abräumen kann, sind Munitionswagen und Kanonen. Aber na gut. Gut, ich habe euch schon wieder viel zu viel vollgelabert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten, haut rein.